Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Exodus. Ich habe gerade so guckt euch mal an, wie dreckig meine Wumme ist. Problem ist, sie ist natürlich keine Werkbank. Deswegen bin ich nochmal zurück. Na, hier ist auch nichts, was du mal irgendwie als Werkbank verkaufen kannst. Ja, die ist natürlich noch in Schuss, die auch, aber unsere. Ja. Kann halt mal sein, dass er gleich mal krepiert oder so. Macht mir ein bisschen Sorge gerade. Da unten wären noch mal ein paar. Ach komm, ich guck mal eben nach. Oh, siehst du? Also können sie halt nicht unterwegs reinigen. Was natürlich ein bisschen unlogisch ist, dass wir nur eine Werkbank reinigen können. Die Pilze leuchten einen auch irgendwie so. Ich wollte eigentlich erstmal den Pilz nehmen. Und so ein bisschen. Krass, den Weg. Ja, da geht's gleich weiter. Ich wollte nochmal eben hier oben gucken. Ah, siehst du? Nehmen wir doch gerne mit, sowas. Alter, das mache ich ja nicht so ein Hackmack, wenn ihr hier mal zwei, drei Stufen runtergehen musst. Hallo? Wir sind doch alle nicht weit gekommen hier, die Jungs. Na? Bleib doch einfach unten. Alter, was ist mit dir denn los? Du hast schon zwei Stück drin. Alter. Was ist das denn für eine? Das sieht doch nach einer Pistole aus. Die Trommel sogar. Ja, das Problem ist, ich kann die mich jetzt. Dann liegt halt meine Doppelläufige da. Das ist so ein bisschen. Da habe ich mich gerade so dran gewöhnt. Und eine AK möchte ich hier auch nicht liegen lassen. Ich bräuchte halt einfach nur einen Waffenslot, ey. Ich hoffe, er nimmt die Sachen mit. Das ist nur das Visier. Der Rest hat er zerlegt. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, da hätte ich mir noch irgendwie was gewünscht, dass man so. Waffen irgendwo lagern kann oder so. Ist schon geil hier. Oh, 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 oh. Weil ich. Alter! Junge! Was machst du denn? Bist du doof? Alter! Ja, ist klar, lass jetzt. Wo so lebst noch? Was ist mit dir denn los? Krasser Scheiß, ey. Ich bin auch gesprungen. Ich dachte, wir wären safe. Wurde direkt. Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Eigentlich wäre unser Freund, der hat uns ja auch nicht getötet. Ja, ich war voll drin, ne? Gleich nochmal ein Hüpfer und dann sind wir drüben, bevor es alles einkracht. Junge, 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 du. Junge, 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 du. Oh, oh, jetzt geht die Party ab hier. Ja. Problem ist, sie ist gleich leer. Weiß halt nicht, ob ich hiermit was ausrichten kann mit dem Ding.
Okay, da geht's so. Also loottechnisch lohnt sich das Ding hier definitiv. Ja klar kann ich dich hören. Ich weiß nicht, wie ich dir antworten kann, Junge. Wenn man so früh genug sieht. Oh. Der war scheiße. Haben wir noch rausgerettet? Okay. Alter, guck mal da. Lad auf! Wo sind sie hin? Du dies. Na gut, die Welle haben wir schon mal abgewehrt. Ja, pump it. Eigentlich wollte ich ausprobieren, ob ich ihn hier... Hier ist ja irgendwie unser Funke dran, aber... Keine Ahnung, Leute. Zonen. Eingabehilfe? Nee. Inventar verschiedenes vielleicht. Schnelles Laden ist interessant. Inventar, Rucksack, Licht, Feuerzeug. Journal, Medipack, Nachtsicht, Fernglas. Ne, es gibt nichts extra für. Ne. Hätte sein können, dass ich irgendwie antworten kann, aber. Ladegerät F. Das wird es ja schon wieder. Nice, er hat aufgeladen hier alles. Gut. Könnten wir ja eigentlich mal... Boah, Nachtsicht ist aber schwierig, ist ja super hell. Ich hoffe, wir haben ihn da hinten gesneakt gehabt. Gut aus. Da ist irgendwas im Weg. Wahrscheinlich vom Geländer gepült. Alter, wo kommt ihr denn jetzt wieder alle her? Komm, der war doch drinnen, ey. Schon hart, dass das hier die beste Waffe ist, ey. Wir sind echt da runter, ne? Wenn ich mir so einen Weg angucke, da liegt eine Leiche. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ja, Nachtschicht. Nachtsicht ist schon hart. Also, immer den Pilzen und den Leichen folgen, quasi. Du kannst ja nichts verkehrt machen. Warte mal, dass hier gleich so ein Gargoyle reingeknallt kommt. Wie viele hier rumfähren. Flickern von den Viechern.
mein Gott, ich sage ja, wenn du den Schädel nicht triffst, kannst du die Wumme echt knicken. Die waren wir doch, ne? Naja, hier waren wir. Jetzt hier weiter. Oh, was haben wir denn hier? Rote Pilze oder was? Ih, was ist das denn? Wieso alter Pickelgedöns? Junge, mach jetzt kein THC, du hast mich gerade schon mal einmal fast drauf gehen lassen. Das Funksignal ist miserabel. Ja. Bitte kommen! Verdammt! Ende! Immer noch kein Empfang! Ich kriege keinen Kontakt! So viel, nee, geht nicht. So viel Sprengzeug, wie wir hier kriegen, denke ich mal, da werden es noch brauchen. Wird auch schon mal auswählen hier diese. Ja, ist mir klar, Alter. Deswegen habe ich extra ein bisschen Gas gegeben. Alter, ernsthaft? Kommen die verstrahlten Viecher hier aus dem Wasser, ey. Hat mir noch einen Stein vor die Birne geballert. Ich sag doch, der gehört zu uns. Ist auf unserer Seite, der Oliver. Hat's mal eben erledigt. Oh, damit das Licht wieder heller wird, ne? Das ist schon cool gemacht, ey. So, wir haben auch keine Muni mehr. Ich muss mal eben Muni machen. So, die einzige Muni, die wir unterwegs machen können. Boah, das ist an jetzt 200 und, ey. Problem ist halt, dass ich das Ding auch nicht reinigen kann. Aber was hat er uns, warte. Was hat er uns hier angezeigt, schönes? Für die AK, Non-Stock. Holzschaft mit einem Anschnitt im Steinbingo durch eine bequeme Handposition möglich wird. Ja, dann sehen wir das mal. Und du bist Standardlauf, du bist langer Lauf, komm jetzt aus langen Mindestlauf, Genauigkeit und vor Schadenhöhen. Witzig, also mehr zu Sniper. Ne, lass erstmal den drauf. Den habe ich auch nicht montiert, montiere immer. Wir lassen erstmal den drauf. Da bräuchte ich erstmal eine zweite, dass ich einer als Sniper halt einstellen könnte. Dann kann man das machen. Ich laufe erstmal durch hier, ich denke mal, wir werden da gleich wieder hoch müssen. Das kann auch sein, weil hier ist noch mal eine Leiche. Und Pilze, die mir den Weg eigentlich da lang leuchten. Der andere Weg geht da lang. Ha. Ich folge mal den Pilzen hier. Pilzen und Leichen, wie gesagt, ist glaube ich eine ganz gute
ganz gute Geschichte. Viele Schritte gerade. Oh, guckt euch das an. Jetzt habe ich hier dann Schädel. Obwohl, das war nur das Tuch dahinter. Ja, das wäre der Weg. Da hätte ich auch lang gehen können, da oben. Ich denke mal, es wird zum selben Ziel führen, aber ich nehme natürlich lieber. Also, wenn er da gerade kommt. Alter, ernsthaft? Was ist denn los mit dir? Wie viel soll ich dir denn reinjagen? Alter, wenn du nicht 100% den scheiß Schädel triffst. Ach, jetzt weiß ich wieder, wofür Tee war, für Filter, ey. Ja, ich weiß, ich gehe kaputt, Alter. Ich muss die, kann ich die Maske absetzen hier? Ne. Fuck. Ja, ist gut. Geh raus und setz auf, ey. Genau das Problem. 3 Minuten noch, dann habe ich noch mal einen Filter oder so. Scheiße, für 1 Minute. Nicht euer Ernst, ey, wie viele Viecher sind denn hier, ey? Boah, ey. Na komm. Do it! Nein, halt die Fresse, ey. Der war verschenkt. Was ist los mit dem? Ich muss alle Register ziehen, Alter. Alle Waffen muss ich hier durchknallen. Ja, dann geh doch auf. Krass, krass, krass. Ja, und nu? Hier geht's weiter, du ahnst es nicht. Alter, ich hab doch gerade erst ein. Alter, was ist denn mit euch nicht richtig hier, ey? Ganzes Magazin für 2 so eine Ficker, ey. Junge, Junge, ey.
Ach ja, klar. Wie soll das denn jetzt hier funktionieren? Ah, da ist er, unser Freund. Gönn dir, Junge. Gönn dir. Warum geht das Tor jetzt zu? Oder ist das vorher aufgegangen? Oder? What is wrong with you? Ja, also wie gesagt, habt ihr gesehen, die AK macht gar keinen Sinn. Sechs Schuss, ey. Krasser Scheiß, jetzt bin ich hier irgendwie gleich einmal durch. Atjom, lebst du noch? Ja, bitte noch lebe ich, Hasi. Aber wohl nicht mehr lange, wie das hier aussieht. Bin ich wieder hier? What? Nee, ist ein anderes Ding. Ich dachte schon, ey. Okay. Wird das? Alter, was ist los mit dir? Ich bin doch am Anfang. Das ist die Tür zu da drüben. Wohin nicht aufging. Was haben wir jetzt mit ihm gemacht hier? Das war unser Kollege. Hier gerade nicht wirklich. Vor allem muss ich mir erstmal einen Filter machen. Sonst gehen wir gleich kaputt. Hammer, Alter. Ich bin viel zu geizig, hier irgendwelche Filter herzustellen. Guck dir mal, was die Scheiße kostet. Das gibt mir gerade mal eine Minute, ey. Junge, Junge, ey. Ist doch ein Witz, ey. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was jetzt hier Phase ist. Ach, ist das das Ding, was ich holen sollte, oder was? Also, da war der Aufwand jetzt aber auch nicht so gering. Krass. So, dann wollen wir mal los, Chepper, ne? Sehr gut. Ja, klar, mal drauf, locker. Ja, dann drehen wir direkt um. Ich sehe zwar kaum was. Ha. Kann ich wieder aussteigen? Ja, das Tor ist zu. Ich kann natürlich nicht durchs Tor ballern und da steht mir der Zug im Weg. Also. Seht ihr hier links den Wackeldackel? Ist ja wohl legendär. So, ich müsste halt hier mal kurz raus, das Tor aufmachen. Ja, guck mal, das geht, passt doch auch. Aber wie steige ich aus dem Ding hier? Eh wahrscheinlich, ne? Ah. Ja, guck mal, wie er Ahnung hat, hä? Frage mich halt, wie weit wir kommen sollen hier mit diesen komischen Gleisen, aber... Sagen wir, wir werden es sehen, ne? Rein in die Judestube. Angeschmissen.
Jetzt mal die Tür zumachen hier. Ja, jetzt muss ich hier. Ja, immer mit der Ruhe. Natürlich, Hasi, ist doch alles gut bei mir, weißt du doch. Bin nur Einzelkämpfer. Ja, müssen wir nur den Waggon abholen. Ja, ist alles gut, Anna. Ich hoffe, wir müssen nicht noch irgendwelche Weichen umstellen hier. Kaum gesagt, fahren wir nämlich schon in den verkehrten Weg hier, oder? Und, hast du die Motordrechine? Alter! Junge, die habe ich letztes Mal schon alle gekillt, du Pflaume. Ihr schickt mich halt hier lang, aber hier ist Ende. Aber hier ist auch Ende. Ne, hier ist Ende. Kann ich hier durchfahren durchs Wasser oder was? Oh, werde ich wohl müssen. Müssen wir mal ein bisschen Anlauf nehmen. Ja, ist ja gut verstärkt, das Ding, ne? Ja, du bist schon wieder durch, ne? Kannst du mal die scheiß Maske abnehmen, Alter? Ich hab eh keine Filter. Warum brauchst du die hier? Ich weiß es nicht. Kannst du bitte einsteigen? Danke. Naja, wir werden sehen, was jetzt passiert. Weil anderer Weg gibt es ja auch nicht. Ich kann die Gleise ja nicht neu verlegen hier. Strommoppes. Hau ab, ey. Ja, das war so klar, dass es uns trackt, ey. Was probiere ich überhaupt aus, ey? Junge, Junge, Junge. Frei nach dem Motto, mindestens. Jetzt sind wir schon bei mindestens ein Tod pro Folge. Hm? Naja, gut, Leute, wir sind auch schon bei 28 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Ne? Lasst einen Daumen da. Alles andere sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir kriegen den Waggon da frei, kriegen den rüber und können dann noch irgendwie da durch die Brücke brechen. Und ach ja, lasst euch überraschen. Ich bin auch gespannt und bis dann. Ciao.